Runde 2 bei Promi Big Brother, heute nicht mit Konrad, sondern mal wieder mit Robert. Der hat ja DSDS mit mir gemacht, Konrad ist unterwegs mit Michaela, deswegen machen wir das heute zu zweit. Wir verzichten heute mal aufs iPad, das hat nicht ganz gut geklappt. Ich werde auch die Bilder jetzt von den Prominenten nicht einblenden, weil ich davon ausgehe, dass ihr die alle kennt. Wenn ihr die nicht kennt, dann sagt es mir oder uns heute einfach nochmal, dann müssen wir es halt ab morgen doch einblenden. Wir kennen sie alle. Ja, ich will da jetzt ein bisschen drauf verzichten, weil das Dauer sind zu lang und dann fragt ihr wieder, wo bleibt das Video. Kommentiert bitte übrigens schön mit, das hat gestern ganz gut geklappt, geht aber noch besser. Ja. Und es war ja heute die erste Tageszusammenfassung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es viel besser als im letzten Jahr. Also es war ganz peppig geschnitten, da war ein guter Flow drin. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich fand diese Sequenzen mit Cindy aus Marzahn ganz witzig. Aber ja, eigentlich unnötig. Will ich das gar nicht sehen. Ich will nur die Bewohner sehen. Ja, natürlich. Ich finde, das raubt Sendezeit von den Bewohnern, ja. Oder? Und die Sendezeit hätten sie einblenden können, um die Challenges, die ja, zum Beispiel schon so oft angepriesen haben, ja. Einfach mal reinbringen. Keine einzige Challenge. Kommt gezeigt. Irgendwie morgen und morgen kommt quasi das von vorgestern. Das verstehe ich auch nicht. Ich habe mich ja schon die ganze Zeit gewundert, weil ich habe den Livestream, habe da so ein bisschen reingeguckt. Und die Challenge sieht man im Livestream nicht, aber die haben die ganze Zeit darüber gesprochen. Ich wusste, dass Claudia eine Challenge machen musste. Dafür haben dann die unten im Keller halt ein bisschen was Honig bekommen dann. Aber es wurde nicht gezeigt. So. Ja. Das ist so ein Punkt, der mich stört. Also ich würde mir weniger Cindy wünschen, mehr Challenges, mehr Inhalt. Aber das war soweit schon ganz okay. Mhm. Ich gehe mal so ein bisschen auf die Details ein. Ja, Nina rastet aus. Also wussten wir alle, das finde ich ganz gut, weil ich brauche immer jemanden, der Krawall macht. Ja, natürlich, das ist beliebt. Aber das war noch human, oder? Ja, das war ja noch nichts. Aber war ja, also die schneiden natürlich auch fies zusammen. Ne? Also das mit diesem Michael Wendler, was er da statementtechnisch gesagt hat, hat in seinem Livestream ganz anders zu ich habe ja hier, wie wir gestern erklärt haben, hier meinen schönen Lautsprecher, den stelle ich mir auf den Tisch, dann habe ich hier überall Beschallungen, egal was ich mache, ja. Und übrigens der Hund im Hintergrund, der Hund hat gerade irgendwie, da stelle ich mir hin, dadurch höre ich alles. Und dann habe ich mir diesen ganzen Gesprächsverlauf von dem Wendler heute angehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass der eigentlich sehr sympathisch war, wie er alles geklärt hat. Aber so wie die das vorhin geschnitten haben, haben sie es wieder auf so einen Assi-Wendler geschnitten. Und da muss ich jetzt mal sagen, obwohl ich kein Wendler-Fan bin, dass das ihm nicht gerecht wird. Aber gut, das ist Fernsehen. Weiß man halt, das weiß er auch. Ja. Was ich aber witzig fand, wie der Wendler die anderen Bewohner erklärt hat. Weißt du, mit diesen Zwischenschnitten, genau, wo dann so meint, wie heißt der Alte? Der nee, der ganz Alte. Welcher? Der so ein bisschen verwirrt ist, der Wendler meinte, der ist ja ganz klar im Kopf. Der Musik. Genau, der Musiker. Und dann kam diese Szene, wo er da völlig verwirrt im Sprechzimmer dachte. Also der ist nicht klar im Kopf, aber ich finde ihn mega unterhaltsam. Er ist unterhaltsam, total. Das ist total. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ihn älter geschätzt. Der ist, glaube ich, 52 oder 53, vielleicht auch 54, will mich jetzt nicht darauf festnageln lassen. Ich hätte ihn auf über 60 geschätzt. Ja, ich hätte ihn auch so 68, an die 70. Ja. Ja doch, aber er macht aber auch so einen Verwirrten. Ich mag das mit dieser Lippe, finde ich furchtbar. Was ich ganz witzig fand, war, als Wendler über seinen Vertrag gesprochen hat, nochmal, nur Wendler hier, ne? Ja. Da hat er ja gesagt, dass in seinem Vertrag nicht drin stand, dass er in den Keller muss oder dass es einen Keller gibt. Das ist natürlich klar. Natürlich steht in so einem Vertrag drin, worauf du dich einlässt, also dass du gefilmt wirst, aber da stehen ja nicht die Sachen drin. Das wäre ja dann. Das wäre ja schon alles so ein Voraus. Ja. Ich habe früher ganz wenig Big Brother geguckt, also wirklich kaum, aber ich weiß aus meiner Erinnerung, dass es da immer so Himmel oder Hölle oder Keller und ne, schöner nicht Bereich, guter Bereich, irgendwelche Bereiche gibt es da. Weiß man doch, also ich meine, was hat denn der gedacht? Das ist ja nicht doof. Also das fand ich ein bisschen verwirrend, super witzig fand ich auch die Schlafszene oder Szenen, die ja eindeutig der Wendler dominiert hat. Also das war ja sehr zehnmal umgereist, nur einmal durch dieses kleine Zimmerchen. Weil da war es ihm zu hell, da lag er im Wind, nee, was, Windkanal. Ja. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie das da angelegt ist, aber die werden ja eine Lüftung haben, aber Windkanal, keine Ahnung. Also das fand ich ganz witzig. Aber so hat das auch seine Sendezeit. Ja, und oben konnte ja auch niemand schlafen. Der Alte ist ja auch, ich hab's den Namen, Hubert K. heißt der. Hubert genau. Der ist ja auch mal auf und abgelaufen und dann hat sich der Ronald Schill ja so nackt gezeigt. Ich meine, ich habe kein Problem mit nackt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt niemand, der sich nackt groß vor anderen Leuten zeigt. Ich finde, das muss auch nicht sein. Aber hätte der sich nicht die Badehose oder irgendwas anziehen können? Ich finde das also schon mutig. Total. Also, aber wenn ich da jetzt drin wäre, würde ich nicht nackt duschen. Vor allem nicht nackt duschen und schwimmen. Nee, gar nicht. Also, du weißt ja sofort, wenn du da drin bist, du wirst rund um die Uhr gefilmt. Und nicht, dass um 22 Uhr die Kameras aus sind. Also da gehen sie erst recht an.
Und sich dann so zu zeigen in dieser Penissuppe. Ja, cool. Penissuppe. Aber was dann richtig geil war danach, muss ich sagen, als oben, also der schöne Bereich und den schlechten Bereich gesehen hat. Das war natürlich ein mega Schockmoment. Ja. Und als ich die Reaktion von Claudia gesehen habe, war uns, glaube ich, allen klar, die muss runter. Aber sie muss runter. Und was ich am geilsten fand, was übrigens hundertprozentig keine Live-Schalte war, also dieser Blick nach unten war hundertprozentig keine Live-Schalte, weil in dem Moment wurde ja die Dieter Bohlen-Geschichte erzählt. Das war so geil. Ja, ja. Also nochmal für alle, die es nicht verstanden haben, Janina hat ausgepackt, genau. Die hat irgendwann mit 17, 18 wohl den Dieter Bohlen kennengelernt, hatte angeblich dann eine Affäre mit ihm. Drei Jahre und hatte, der hatte aber noch Nadel. Ja, er hatte noch Nadel, dann haben sie sich getrennt, dann wollte sie aber nicht zu ihm ziehen. Genau. Ist aber Nadel wieder zurück zu ihm gegangen und Ich finde die Story gut. Ja, und die Effenberg ist ja völlig drauf abgegangen. Ja, die hat es gleich mit Silvi Mais. Und lass mich überlegen, ich glaube, die Effenberg wurde auch mal betrogen, weil der Mann, glaube ich, was mit der Nachbarin hatte. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass ich nicht verklagt werde. Ich glaube, die Effenberg war früher auch mit einem Fußballer zusammen. Der hieß, glaube ich, Strunz. Auf jeden Fall war das auch ein Sportler. Ja. Und der war, glaube ich, Kumpel mit Effenberg. Genau, und dann hat genau, Effenberg Claudia genommen. Ja, stimmt. Aber das finde ich gut, dass letztendlich so entschieden wurde, dass die Claudia nach unten muss, weil ich glaube, die wird richtig abgehen mit der mit dem Teppichluder. Also da glaube ich, wird es richtig Beef geben. Mhm. Ja. Nö, ich muss sagen, ich fand das super sehr unterhaltsam. Ich hoffe, dass sie dieses Niveau halten können und auch ein bisschen steigern können, auch nach unten gern. Ja. Nach unten im Keller. Ich habe gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich werde gleich nochmal den Livestream anwerfen. Bitte kommentiert, wir möchten eure Meinung in jedem Detail wissen. Auf jeden Fall. Abonniert, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, weil jetzt kommen nämlich gerade die ganzen Hater, die uns einen Daumen nach unten geben. Ja, ja, weil die Big Brother nicht mögen, aber es soll ja auch nur für Leute gedacht sein, die gerne gucken. Ja, also, ja, genau. Kommentiert, wir sind gespannt. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Schließen. Toll.